Moin moin und willkommen zurück zu Ahead in Time und ich gehe einfach mal wieder nach Mafia Town zurück, um zu diesem Zeitriss zu gehen. Ich hoffe mal, dass ich währenddessen einige von diesen Pons irgendwie sammeln kann, damit ich mir dann noch das eine Level da freischalten kann. Wobei, habe ich das nicht freigeschaltet? Ich weiß es nicht mehr. Ansonsten habe ich ja noch ein Level, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Wo zum Geier war nochmal der Strand gewesen? Ich weiß, dass er irgendwo am Rand gewesen ist, aber ich weiß nicht mehr genau. Oh, warte mal, ist das der Strand? Ist das der Strand? Ich glaube, das ist er. Ja, die Musik lässt irgendwie das schon erahnen. Kann ich da oben dran kommen? Ich glaube nicht, wenn ich den Haken da oben da so sehe. Übrigens, ich steuere das hier gerade mit der Tastatur. Einfach mal, um zu schauen, wie das damit zu spielen ist. Okay, ich komme doch dran. Meins! Ach so, das ist auch ein Hexenhut. Aber ich habe meinen Hexenhut doch schon. Wo ist denn das Ding? Ach, da vorne ist es schon. Na, ab da rein mal, ne? Okay, oder auch nicht. So, jetzt. Was kriege ich denn jetzt für ein Level? Kochmafia, was? Okay. Sieht interessant aus. Gibst du mir jetzt eine Quest, oder was? Hello, little child. This is Mafia Time Rift. Time Piece hit Mafia in head, and now Time Rift filled with Mafia thoughts and dreams. Ah, ja. This Time Rift is simple. Simple like Mafia. Just how Mafia like it. Rules of Time Rift. If you die, you start over. You need Rift Pawns to go deeper. So ein Ding habe ich doch gar nicht, oder? Ach nee, das ist irgendwas anderes, was ich wahrscheinlich einsammeln kann, bestimmt hier. That is all the rules. Please, tread carefully in Mafia Time Rift. Mafia like to experience past. Gut. Wen kann ich hier auseinanderkloppen? Dich? Ah, schade. Was ist denn das da unten? Was war das da gerade unten für eine Anzeige? Warum steht da eine 3? Ah. Aber das sind diese komischen Zeitpons. Okay. Muss ich jetzt irgendwie genügend von diesen Dingern einsammeln? Wobei ich sehe jetzt gerade, hier sind dann insgesamt gerade 4, oder nicht? Kann ich ja verwenden hier? Scheint wohl nicht so. Was ist das denn da? Ich habe eine Karte oder sowas in der Art gefunden. Was ist die denn jetzt? Kann ich damit irgendwas Besonderes machen? Ich glaube, ich kann mich wahrscheinlich sehr viele fragen. Da werde ich wahrscheinlich sehr wenig davon beantworten können von mir selbst aus. Kann ich jetzt rein? Oh ja. Ach so, ich brauche... Ah, okay. Ist quasi, damit ich dann den Weg bezahlen kann. Sozusagen. Kann ich dann aber auch mit den Überschüssigen dann irgendetwas machen? Kriege ich dann irgendwie extra Pons oder so? Ja, leg dich mal genau zum Fisch hin. Genau. Ah ja, den Weg kann ich schon mal bezahlen. Ich gucke mir aber nochmal... Da hinten ist der Boss schon wieder. Ich gucke aber weiter rum, damit ich nicht hier alles irgendwie vergessen tue. Vergessen tue? Was? Ich gucke noch weiter rum, damit ich noch mehr einsammeln tue. So rum. Ach, die kann ich gar nicht angreifen. Ja, supi. Ich will dem Schinken hinterher. Ich brauche meine Pons. Kann ich das anzünden? Ah, offenbar wohl nicht. Na gut, dann weiter. Achso, der hat noch eins. Okay, dann gib mal her das Ding. Na, gibt's hier noch mehr in dieser Grand Theft Schinken-Zone? Offenbar wohl nicht. Wobei, da vorne könnte vielleicht irgendwas sein, oder? Ich hab da gerade einen Ballon gesehen. Komisch. Hab ich das jetzt noch eingebildet, oder was? Hab doch hier gerade einen Ballon gesehen. Ach so, das waren solche. Okay, die verschwinden aber. Na ja, gut. Da kann ich ja garantiert nicht hochklettern. Aber hier hinten ist bestimmt noch irgendwas, oder? Oder? Menno. Jawohl, wo ich gucken will, ist nix. Hätte man doch eigentlich jetzt irgendwie meinen können, dass hier irgendwas ist. Egal. Auf zur nächsten Zone. Ey. Sag mal. Was haben die denn da für Probleme? Ey, das kann ich auch spielen. Nur werfe ich nicht so weit.
Na. Hä? Ey! Ich will doch nur mit dem Strandball spielen! Mann! Alter, das sind voll die Asozialen da hinten! Ich will mit dem Ball spielen und die werfen hier irgendwelche Dosen mir vom Kopf! Da! Aber war nicht gerade, wo das hinbekommen? Menno! Redest du? Nein, okay, du willst mir ein High-Five. Nein, du willst mir eine Pfanddose geben. Okay, die kannst du aber halten. Ich wieder hoch. Kann ich hier schwimmen? Ich will es lieber nicht herausfinden, ob ich ins Wasser hier rein darf. Man glaubt, dann sterbe ich wahrscheinlich. Sag mal, ist das der Ausgang? Aber mir fehlen noch zwei von diesen komischen Karten. Das darf jetzt nicht der Ausgang sein. Achso. Ich klopfe das Ding durch die Gegend. Und da ist meine olle Zeituhr, okay. Beziehungsweise Sanduhr. Aber wo sind die anderen zwei Karten? Die kann ich doch jetzt nicht übersehen haben. Mafias Grand Voyage? Okay. Eine Bildersammlung also. Ja, super. Die letzten beiden Bilder kann man leider nicht sehen. Aber so wie das aussieht, war der Chef wohl offenbar früher mal eher, naja, kein Chef, sondern eher der Hausmeister. Und schon wieder diese olle Lootbox. Das sieht mir aus wie ein anderer Skin für den komischen Hexenloot. Ne, Reroll. Das ist eine Farbe? Ne! Na, kriege ich hier irgendwas Tolles? Anscheinend nicht. Okay, nehme ich das mit. Das ist ein ganz normaler Hut, einfach nur mit Streifen. Gut, dann würde ich mal sagen, mach ich mal den goldenen Tresor. Und so wie sie gerade guckt, hat sie wohl den Jackpot geknackt. Achso, ich muss zu dem Ding da oben hin. Ach, lass mich mal raten. Wahrscheinlich sind die Dinger jetzt überall verteilt, oder? Diese komischen Codezettel. Also, vier Stück nur. Aber ja, die sind mehr oder weniger überall verteilt. Und einer ist irgendwo oben. Also glaubt, dann sollte ich wohl zuerst zu dem da hingehen. Oh ne, der ist ganz woanders. Ach du Scheiße. Das ist mal ein langer Weg. Von dem muss ich ja jedes Mal dann wieder nach da oben kommen, damit ich dann quasi diesen Weg sehe. Ich weiß nicht jetzt, wo das Ding ist. Ach, hier ist es ja schon. Gut. Ein von diesen Tresorcodes haben wir schon mal, allerdings fehlen die anderen und ich habe absolut keine Ahnung, wo die jetzt gerade sind. Wobei, ich könnte eigentlich durch die Gegend laufen und dann hoffen, das irgendwann zu finden. Ja, warum nicht? Gehe ich mal so ein bisschen auf Reisen. Oh hey, da unten ist wieder eine Kiste, sehe ich gerade. Das ist ja nice und da hinten funkelt auch irgendetwas verdächtig rum. Ich gehe mal hier runter. Hier fliegt ja schon mal Garn rum, so wie ich hier gerade sehe. Ich meine, da kann ich zwar momentan nichts verwenden. Achso, okay, das ist das. Da kann ich zwar für nichts verwenden momentan, aber hey, schadet ja nicht, Garn zu haben, ne? Was haben wir denn da drin, ne? Das ist ein Miniaturbausatz von irgendeiner Landschaft. Oder sowas in der Art. Okay. Gibt's da überhaupt die zweite Hälfte dazu? Ist das dann irgendwie der Zug oder was? Ich weiß, wie ich kriege einen Erfolg dafür? Was? Ich krieg einen Erfolg dafür, dass ich mal eben einfach mal die Rutsche runterrutsche. Huch! Okay, ich bin mal einfach straight durch die Tür geflogen. Nicht verwunderlich, dass dieser Laden geschlossen ist, wenn man die Kleiderordnung hier bedenkt. Ja, da fehlt übrigens ein W. Und der Typ da drin pennt. Oh, ich kann sogar... Achso, ist das deine Wohnung? Kann die Mafia sich noch nicht mal mehr Wohnungen leisten? Okay. Und das soll die Mafia sein. Ja, geil. Ach, hier ist auch noch eine grüne Kiste. Ja, geil.
Super, habe ich gleich zwei Kisten hier zum Öffnen. Und wo sind die anderen beiden? Sind die... Oh, okay, das Ding benötigt sogar 6. Ach, du Scheiß. Okay, wenigstens sehe ich gerade einen direkt neben mir. Und der nächste ist, glaube ich, direkt über mir. Oh, die sind aber sehr nah dran. Ich glaube, die Kiste kriege ich als erstes um. Was haben wir denn hier? Was ist das? Ein Rift-Token. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wo diese komische Orb-Maschine sein soll. Aber hey, dafür habe ich nochmal so einen Rift-Token. Cool. Und wo sind die anderen drei komischen Codes von dem goldenen Kiste da oben? Ich habe bis jetzt keine einzige gefunden. Ja doch, eine schon, aber nicht die anderen drei. Ich glaube, ich muss wieder nach oben. Super. Der nächste soll hier drin sein, oder was? Ich sehe aber keinen. Oh, da ist es aber. Juti. Haben wir schon mal zwei und eine weitere Kiste? Für ein Hexenhutgarten. Okay, nehme ich gern mit. Kann ich dich runterschmeißen? Oh. War ich nicht. Na, goldener Strahl, zeig mir den Weg zum... Oh, ist nicht dein Ernst, das Ding ist ja direkt vor meiner Nase. Und das Ding habe ich von da oben aus nicht gesehen. Wie blind bin ich denn bitte? Wo ist das Ding jetzt gewesen? Achso, das war in der Luft. Ah ne, Quatsch, das ist auf dieser... Okay. Ich fall erstmal schön wieder runter. Das war auf der ollen Leine gewesen, ja, Subi. Und da steht immer noch der Typ, der einen High Five haben will. Weißt du was, du kriegst keinen High Five. Du kriegst höchstens einen High Umbrella. Hat aber nicht funktioniert bei dir, schade. Meins? Und wo ist jetzt der Letzte? Ich glaube, ich sehe den da oben, oder? Nee, das könnte auch ein Pon sein. Das könnte auch ein Pon-Pon sein. Super, ich muss wieder zur Kiste hin. Also eins muss ich sagen, die Steuerung mit der Tastatur ist wesentlich angenehmer irgendwie. Und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie fühlt sich so ein... Oh, das war meine Maus. Und irgendwie fühlt sich so ein bisschen alles schneller an. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie jetzt mit der Tastatur spiele und irgendwie besser damit klarkomme als mit dem Gamepad. Das Ding ist irgendwo hier? Was? Nein, das ist da unten irgendwo. Ach, da ist das Ding. Der Gepärde Ding. Super, schön verfehlt. Na egal, mach ich die Kisten hier erstmal kaputt. Kommt da irgendwas Tolles raus? Nicht wirklich. Aber hey, ich habe fast 400 von diesen komischen Pons, ne? Jetzt kann ich das eine Level fast 4-mal freischalten. Ich wollte eigentlich das Garn haben, stattdessen bin ich jetzt hier unten. Können wir das nochmal machen, aber diesmal ohne, dass ich runterfall? Danke. Ich habe bis jetzt irgendwie nur Sprint- und Hexenhutgarn bekommen. Bestimmt kriege ich die anderen wohl in den nächsten Leveln, denke ich mir mal. Wie komme ich da rein? Kann ich hier überhaupt irgendwie rein? Nein, ich komme jetzt... Fast. Kann ich auf die Palme drauf? Oh ja. Gut, dann kein Problem mehr. Habe ich das nächste Garnteil bekommen. Egal, was für ein Hut ich als nächstes mir zusammenschmirgeln kann, ich kann sofort bauen. Kann ich hier auch noch irgendwie rein? Was? Achso, ich soll hier auch reinkiechen, okay. Meins! So viel Garn! Und so viele Pons! Da renne ich erstmal gegen diese komische Fackel, weil ich es kann. Oder gegen die Kiste. Hallo Kiste, was hast du denn drinne? Hoffentlich irgendwas toll. Achso, da ist das Ding drin, okay. Das ist ja gelohnt, die Mühe, wa? Meins. Gut, und jetzt bleibt ja nur noch ein Akt, denke ich mir mal. Oh hey, ich habe gleichzeitig sogar die nächste Welt schon freigeschaltet, was? Okay. Es geht ja ein bisschen schnell, wenn ich hier die beiden Dinger da schon aufmache. Was, das ist 7? Warte mal, dann haben wir das nächste... Wo ist denn das nächste gewesen? Das ist 4, das ist 7. Das da unter mir hat 14. Und das da hinten 25, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja. Yep. Gibt's da oben noch mehr? Mal schauen, mal schauen. Aber jetzt erstmal zu Akt 7. Gibt's hier noch mehr?
Werde ich wahrscheinlich erst sehen, wenn ich das hier freischalte, beziehungsweise gemacht habe. Mafia-Stadt wird aufgeheizt. Hört sich ja toll an. Heißt das jetzt irgendwie, das Ding wird zu einem Vulkan oder was? Oh. Ich glaube, mit der Vermutung war ich wohl nicht gerade allzu falsch. Tja, der Boden ist Lava. Wortwörtlich. Geh mal eben und von einer Sekunde zur nächsten aus einem Geysir ein Vulkan wurde. Look at mess. This is terrible. Ist doch egal, ihr seid die Mafia, wen kümmert's? Someone turn on all faucets in Mafia Town. Same faucets that control the town volcano. Ah ja, warum habt ihr überhaupt dann diese Wasserhähne? Was it you, child? No? Mafia think he saw a little girl turn on all faucets. Ja, das bin nicht automatisch dann ich, oder was? Sag mal, das andere Mädel hat blonde Haare. Und hat einen Schnäuzer. So ähnlich wie du. Sieh so aus, garantiert nicht. Little Hat Kid, can you save Mafia Town by turning off all faucets? Warum sollte ich? If you close all, maybe water start flowing again. Ich weiß ja nicht. Haben die da irgendwie Schilder mit Oh No stehen? Oh no, yikes. Warum brennt da unten irgendwas? Sind das die Wasserhähne, die mir da angezeigt werden? Ich bin mir nicht so sicher. Aber ich glaube ja. Mann, sieht das hier aus. Wieso springt der Typ da... Okay, der ist in der Lava drinne und komischerweise ist auf der Brücke Lava? Wieso ist auf der Brücke Lava? Und ich bin mir nicht allzu sicher, ob da wirklich irgendwie Wasser rauskommt, wenn ich die Wasserhähne ausschalte. Ich meine, wenn die da ausgeschaltet wären, dann kommt da gar keine Lava raus. Hier springen Gräten durch die Gegend.